Ja, die Ultras haben ja viele schöne Sachen gemacht. Und die waren vielleicht auch für mich die Initiatoren, warum ich mich wieder mehr mit Fußball beschäftigt habe seit den Nullerjahren. Weil die hatten so schöne Aktionen, eben auch fußballkritische Aktionen gegen Homophobie, gegen Antisemitismus, gegen Rassismus. Die Ultras waren einfach die Guten. Und das ist ein bisschen verloren gegangen heute, nach 15, 20 Jahren. Aber die Ultras machen natürlich tolle Sachen in ihren Vereinen. Zum Beispiel beim VfL, die Violet Crew, hat ein kleines Büchlein gemacht. Das heißt, ich gehe zur Brücke. Weil in Osnabrück heißt das nur, ich gehe zur Brücke. Wenn man zum VfL geht, ins Stadion an der Bremer Brücke. Und das hat der David Kreuzmann gemacht mit Frenzen und Lanfer vom VfL-Museum. Kleines Buch. Schön bebildert. Gab es Postkarten raus. Hängen bei mir im Hausflur. Und so ein schönes Ding, eine Anekdote aus Osnabrück ist natürlich die berühmte Lücke zwischen der Nord, wo die Gästesitzplätze sind, und der West, wo der Gästeblock ist. Das heißt, diese Lücke ist Omas Garten. Und das interessiert natürlich auch neben den Fußballinteressierten die Kleingartenbesitzer. Im Jahre 1952, die Brücke war 19 Jahre alt, 52 beim ersten Ausbau der Bremer Brücke entbrannte ein Streit, der noch jahrzehntelang für Spott, Gelächter und fragende Blicke von Erstbesuchern sorgen sollte. Während die übrigen Anlieger und Kleingärtner bereit waren, ihre Grundstücke an den VfL zu verkaufen, lehnte Willem Vogt das Kaufangebot des VfL ab. Stattdessen forderte er eine jährliche Pachtsumme von 1000 D-Mark, was einen erbitterten Streit mit dem Vereinspräsidenten Friedel Schwarze zur Folge hatte. Erst 34 Jahre später, als die Bremer Brücke zum städtischen Stadion geworden war, setzte die Stadt die Enteignung durch und schloss die Lücke im Stadion rund aus Kostengründen mit einer nur 11-stufigen Tribüne, die neben den 17-stufigen links und rechts weiterhin ein improvisiertes Bild abgab, jedoch wiederum ein neues Markenzeichen des Stadions darstellte. Ja, als der VfL jüngst mit dem Neubau der Nordtribüne beginnen wollte, fertig wurde die 2007, feierte der Streit um das Grundstück sein Comeback. Die Ehefrau des verstorbenen Grundstückseigentümers, deren Mann ihr auf dem Sterbebett das Versprechen abgenommen haben soll, niemals an den VfL zu verkaufen, befürchtete bei voller Überdachung der Nordtribüne einen Schattenwurf auf ihr Grundstück und ihr Gebäude.
Zwar wohnte die Dame zum Zeitpunkt des Bauprojekts bereits in einem Seniorenstift in Hildesheim, jedoch war ihre Argumentation gesetzlich gedeckt, weshalb die Tribüne nur zu etwa 75% voll ausgebaut werden konnte. Zwar verzichteten drei der vier betroffenen Anlieger auf ihr in der Anstandsverordnung festgeschriebenes Recht, die Eigentümerin des besagten Grundstücks jedoch verhinderte den perfekten Schluss. Der VfL musste demnach erneut Rücksicht auf ein verwildertes Grundstück mit einem leerstehenden Haus nehmen. Nach abermals endlosen Verhandlungen geschah dann anfangs Oktober 2010 das, woran kaum ein VfL-Fan noch zu glauben gewagt hatte: Der Verein gab den Kauf des Grundstücks inklusive der leerstehenden Mehrfamilienhauses für 200.000 Euro bekannt und verkündete im gleichen Zug die Pläne, die Lücke bis zum Plateau der Anzeigetafel mit einer vollendeten und überdachten Nordtribüne zu schließen. Nach 58 Jahren war der Streit um den wohl berühmtesten Kleingarten Osnabrücks und die wohl bekannteste Stadionlücke Deutschlands endlich ausgestanden. Ja, und heute, es ist natürlich einfach ein tolles Fußballstadion, die Bremer Brücke. Very British, very good. Und als Nebenbemerkung sage ich noch, dass ich meine lila Kappe am Stadion von Germania Halberstadt, dem Friedensstadion, bei einem Wagen habe besticken lassen mit VfL 1899. Denn wir sind die wirklichen 1899er. Zum Gruße.